Der SPD-Ortsverein Hoyerswerda konnte am Mittwochabend sein Bürgerbüro im Industriegelände einweihen. Dabei bot sich auch die Gelegenheit, mit den Landtagsabgeordneten Thomas Baum, dem Kreisvorsitzenden Kevin Stanuller und der Bundestagskandidaten Ute Strewe ins Gespräch zu kommen. Bereits im Anschluss an die offizielle Einweihung folgte die erste Vorstandssitzung. In Zukunft werde man hier Bürgersprechstunden abhalten, erklärte die Ortsvereinsvorsitzende Marita Albrecht. Damit der Weg zum ehemaligen Sümer Verwaltungsgebäude in der Straße E besser zu finden ist, sollen auch noch Wegweiser auf das neue Büro aufmerksam machen.